Hallo. Hi. Wollt ihr nicht mal eure Augenbinden abnehmen? Dürfen Dürfen wir? wir? Na gut. Fext. Schön, dass wir es gleichzeitig auf der Matte. Oh, Licht. Schande. Ah. Oh, das ist aber eine Wow. große Freudakiste. Das ist halt auch keine Kiste mehr. Es ist eigentlich Ja. schon ein Karton. Ich muss mal ganz Oh kurz meine Gott, stell mal vor, Augenbinde wir hätten jetzt eine loswerden. richtig große Katze oder mehrere Katzen oder einen Löwen, der wird sich voll. Oh, ein Löwe würde halt sogar reinpassen. Okay, aber dann, hi zum Freitag. Du machst mal den Heilkram, ich fange schon mal an auszupacken. Dem Halbtag. Ja, wir haben hier Freitag und Bin. normalerweise haben wir eine Freitagskiste. Heute haben wir einen ganzen Freitagskarton, einen ziemlich großen Freitagskarton. Und wir durften nicht wissen, also wir wissen ja normalerweise auch nicht, was drin ist, aber diesmal. Wir durften nicht mal sehen, wie der Karton reingetragen wurde. Das ist, also wir haben ja auch nicht gesehen, dass das hier quasi die Riddler-Kiste ist. Und wir haben Konfetti. Moment, ich muss noch. Ach, kriege ich da die Delle hin? Jetzt, danke. Machst du mal links noch auf, bitte? Wie Gott. sehr dürfen wir das Büro jetzt einsauen? Möglichst wenig, bitte. Oh, ich wollte gerade schon anfangen, es hochzuwerfen. Deswegen. Chris ist schuld, ich war's nicht. Ich Das. will jetzt nicht spoilern, aber ich habe Pappe gefunden Oh, du hast im Pappe. Papier. Wow. Ich will auch nicht spoilern, aber ich habe. Deswegen lief heute im Nachbarbüro die ganze Zeit der Schredder. Ich habe mich schon gewundert. Wir haben hier geheime Militärakten Ich verdingt. ziehe jetzt mal an der Pappe. Oh, ich habe auch eine Pappe, aber eine ganz Tut mir große. leid, ich soll alles rein. Ja, ich habe Pappe. Ich Das hab. ist. Bisher habe ich Oh, Wellpappe. Scheiße. Das geht nicht anders. Die Pappe, ich meine, meine ist viel größer als dein. Die geht einmal von A nach. Oh, Scheiß. Scheibenkleister. Ja, immer Oder. schön vulgär bleiben. Oder wir wickeln. Jetzt habe ich mich gespoilert. Ich wusste, ich habe was gesehen. Ich wusste nicht, ob ich das sehen darf. Ach doch. Genau. Wir haben. Noch mehr Karton. Noch mehr Karton. Ich weiß nicht, dürfen wir zur Coolness das tatsächlich alles raushauen, wenn wir nachher sauber machen, Armin? Wir könnten ja mal versuchen, irgendeinen von den schönen Produkten zu finden, die Das da drin sind. ist ja eben die Sache. Dafür Hallo, würde wir ich haben erstmal. Konfetti, was wird denn noch besser? Weil, wenn wir das Konfetti nämlich raushauen Entschuldigung. oder höchst professionell zur Seite schieben, ist nämlich. So! Hier ist unsere Freitagkiste im Karton. Möchtest du mal schauen? Es ist sogar das schwarze Tuch drauf. Also wir haben immer noch nichts gesehen. Ich glaube, wir brauchen ein neues schwarzes Tuch. Ich glaube auch. Ich versuche mal hier so ein bisschen das Ach, Konfetti. so viel ist es gar nicht. Also. Ich versuche das mal so ein bisschen wieder da rauszubekommen. Möchtest schon mal anfangen zu Soll ich ziehen? schon mal Fang reingreifen? schon mal Okay. an zu ziehen. Ich versuche ein Ich habe bisschen. was Kleines, Eckiges. Das ist eine Brieftasche zu Boba Fett. Fett. Ja. Voll fett, ey. Ich finde das mit dem. Nee. Ich könnte jetzt auch einfach noch die ganze Zeit das Cool. Konfetti durch die Gegend werfen. Das fände ich auch schon Das wäre cool. auch lustig. Moment, da Und hadert gib es was. auf. Aha, Ich habe hast du hier noch die. eine Schere? Ja, ich habe sie noch hier. Yay. Ja. Ich dachte gerade kurz, ich hätte sie im Konfetti vergessen. Dann hätten wir jetzt keine Schere mehr für den Oh. Rest der Episode. Ich überlege, weil du auch gerade gesagt hast, episodische Boba Fett. Ich glaube, dass das dritte Star Wars Spin-off steht, glaube ich, noch aus. Es wurde noch nicht Ich bestätigt, hoffe die ob. ganze Zeit, dass es Boba Fett wird. Ich weiß nicht, ob Obi-Wan Kenobi noch was wäre oder ob man Obi-Wan Kenobi in der Ursprungstrilogie schon, also in der Will gar Prequel-Trilogie nicht mit schon Boba gut Fett gefallen hat. haben. Möchtest du Boba Macht Fett einfach haben? mehr. Macht alles. Wenn du dich so über Boba Fett freust, dann gebe ich dir das Danke. direkt mal in die Das Hand. ist sehr nett. Oh, warte. Es ist von außen natürlich klassisch im Design des Helmes in grün-rot. Und innen ist es ein bisschen andersfarbig. Da ist es nämlich flupp, blau. Und es ist ganz cool, es hat wieder ein Kleingeldfach. Manche Portemonnaies haben ja kein Kleingeldfach. Ich finde das immer äußerst wichtig. Ja, also gerade bei uns braucht man das ja. Mich macht das hin und wieder fertig bei den ganzen 99er-Preisen und so. Kriegst du mal Ja, die für einen Amerikaner haben Cent. das ja nicht mit ihren Dollarscheinen, aber ich finde es. Wo Ja, die haben stellen wir aber. das denn jetzt Ja, hin? das haben wir auch Ich schon gedacht. Wir können einfach hier irgendwie ins Konfetti rein. stelle es jetzt hier oben aufs Ja, Konfetti. gib dir die Schachtel noch Vielleicht. mit. So. Sehr schön. Ziehe ich jetzt oder Ziehst ziehst du? du? Ja, Ich würde okay. sagen, du ziehst und dann je nachdem, ob es was für dich ist oder. Ey. Das ist super, es fällt überall Konfetti runter. Ja. Das darfst du auch Hat er bei mir, nicht wenn du gemacht. möchtest. Es Oh, ist für ich dich, darf. es ist für dich, es ist für Könnte. dich, es ist für dich. Ich Möchtest du habe schon schon, mal, ohne ja. dass du ganz Ich gespoilert habe schon bist? so ein bisschen gesehen hier. Ich habe schon so drei Besen gesehen und habe mir gedacht, Mensch, was könnte das sein? Es ist ein T-Shirt zu den drei Besen. Dem Hogwarts-Pub, dem Zauberer-Pub in den Hogsmeade. Ist mal aufgefallen, Hogsmeade liegt immer Schnee. Auch so Anfang Mai. Das ist keine Ahnung. Oh, die drei Besen. Also ist auch das Logo der drei Besen drauf. Drei Besen. Ich finde das sehr cool. Das ist wieder so ein klassisches T-Shirt, wo man nicht
genau erkennt, dass es zu Harry Potter gehört. Also außer man weiß es natürlich. Aber man kann damit auch total entspannt irgendwie rumlaufen und... Established 1452. Serving the finest Butterbeer. Hast du schon mal Butterbier getrunken? Nee. Wir haben ja Butterbier gekocht. Das war, ja... Ich habe gehört, es ist sehr süß. Es ist sehr süß. Also ich muss sagen, dass das... Ich habe es in der Studiotour in London getrunken und das war jetzt nochmal eine ganz andere Nummer. Es war eine Mischung aus Ginger Ale und eben dieses Creme Soda und auf jeden Fall richtig geil. Okay. Und... Ich kann das nicht anziehen, aber ich versuche das jetzt. Ich glaube, T-Shirts kann man, glaube ich, so drapieren. Die kann man gut aufhängen. Das ist gut, das ist gut. Okay, jetzt ziehe ich wieder. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es für dich ist. Es ist ein Zelda-Puzzle. Das musst du jetzt aber auch zusammenpuzzeln, ne? Okay, du machst weiter, ich fange an zu puzzeln. Es sind nur 500 Teile. Echt, soll ich schon das nächste ziehen? Ja, mach mal. Okay. Ich fange jetzt an zu puzzeln. Dann ist es ein Captain America. Ach, so ein Captain America. Wie nennt man die nicht? Doch, Lookalike, ne? So in die Richtung heißen die. Ich hoffe, es ist kein Muscle-Shirt, weil sowas habe ich nicht. Da ist übrigens auch noch ein Poster mit drin in dem Puzzle, in Originalgröße des Puzzles wahrscheinlich. Oh, es ist in der Tüte. Kann ich doch nicht puzzeln. Aber ich kann das Poster auspacken. Warte. Okay, mach ich jetzt mal weiter mit Captain America. Mach halt vorne das Logo mit Sternen und in den Flaggenflaggen. Flaggenfarben der USA, wie eben auch sein Kostüm ist. Und dann haben wir auf der Rückseite auch noch was. Auch mit Druck. Also einmal ringsrum, damit es halt wirklich so aussieht, als ob du gerade Captain Americas Anzug anhast. Und hier an der Seite auch nochmal den Marvel-Aufdruck. Bin ja gespannt, wie es jetzt mit Captain America... Für alle weniger America-Fans, sondern Hyrule-Fans ist das Puzzle. Also das Puzzle ist die Hyrule-Karte. Und dem Ganzen liegt auch nochmal das Poster der Karte bei. Und es soll Originalgröße des Puzzles haben. Also wenn ihr es geschafft habt, das zusammenzupuzzeln, ist es so groß. Das heißt, ich könnte mir einfach das Poster an die Wand hängen und könnte sozusagen und sagen, hey, ich habe. Wenn keiner nah genug hinguckt, um herauszufinden, dass es gar nicht gepuzzelt ist. Jetzt muss ich das mal wieder. Mach du schon mal weiter, ich pack das wieder ein. Ich bin ja gespannt, wie es in Infinity War weitergeht. Also nicht mit Link, sondern mit Captain America. Das wäre aber auch cool. Das wäre auch cool. Ich habe hier noch was. Die neue Infinity War Episode mit Link. Ich erkenne es, es ist irgendeine Figur. Ich wollte mal raten, dass es. Ach nee, Dragon Ball. So hinten hin. Ich muss mal kurz Boba Fett umbauen, Moment. Dann bauen wir Boba Fett um. Währenddessen. Das alles nicht. Schere. Das ist super, wir sollten aber jetzt immer so ein Konfetti-Zeug machen. Also, was ich schon mal sagen kann, es sind Son Goku und Vegeta als Super Saiyajins. Ist es Vegeta? Ja, als Vegeta. Dass sie gerade Super Saiyajins sind, erkennt man an den blonden Haaren. Aber es sind nicht nur die blonden Haare, und zwar, wie man schon auf der Schachtel sieht, sie haben beide auch noch einen Heiligenschein. Das heißt. Bei Vegeta, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, so weit bin ich bei Dragon Ball nicht gekommen oder ich habe nicht alles gesehen. Ich weiß, dass Son Goku mal stirbt und dann im Himmel ist, dann kommt er aber wieder zurück für irgendeinen Wettkampf, wo er dann auch Son Goten, Son Gohan? Guck mich nicht so Fragen an. Glaub, wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne hinweisen. Ich glaube, Son Goten war sein jüngster Sohn und den trifft er da dann zum ersten Mal. Ich glaube, Son Gohan, der andere, der hat ihn noch zu Lebzeiten erlebt. So, das haben wir es aber endlich rausgeholt. Fast. Oder nicht. Ich glaube, der hat seinen Kopf verloren. Nee, das nicht. Aber ich muss zugeben, sind tatsächlich sehr gut gepolstert und eingepackt. Und sind die wirklich tatsächlich... Der hat wirklich was verloren. Aber ist da was drin? Ja. Ah, da ist noch was. Ups. Ich habe die Heiligenscheine. Ach, du hast die Heiligenscheine. Ja. Die sind nochmal eingeklebt. Hast du nochmal die Schere? Die Schere, die ist noch... Die liegt auf dem Fußboden. Guck mal, du hast sie runtergeworfen. Ich habe die Schere auf dem Boden. Ah, ja, tatsächlich. Guck mal, jetzt habe ich es auch schon so geschafft. Das ist Mobbing. Oh nein, die sind schon wieder runtergefallen. Schmeiß weg. Nein, wir brauchen die Heiligenscheine. Ich muss dazugeben, bei Son Goku und Vegeta bin ich mir immer nicht so sicher. Also ich glaube, ja... Von so einem Goku aus sind sie Freunde, aber dann ist er ja auch, dann ist Vegeta immer so sein, nicht direkt Feind, aber so freundschaftlicher Widersacher, oder wie könnte man das nennen? Ein freundschaftlicher Widersacher? Ja, ein bisschen, also halt eher nicht so direkt Feind, aber mehr so. Das ist so ein bisschen wie ein Pokémon mit Red und Blue. Ja, so ein bisschen. Aber in dem Sinne Freunde, dass sie sich auch ständig wieder zur Höchstleistung anfangen. Ich glaube, das sind die am sichersten eingepackten Heiligenscheine, die ich je gesehen habe. Ja, das sind Heiligenscheine, die kriegst du nicht einfach raus. Ich hätte jetzt gern was abgegeben, aber ich habe da noch nicht... Ich kann das ja halten. Ach, guck mal, ich glaube, das hier kannst du schon mal reinbauen. Ich glaube, das ist hier vorne in die Löcher. Das kann ich machen. Ich glaube aber, das ist hinten. Wie, das ist hinten? Das ist hinten. Man muss da ein bisschen Druck drauf ausüben beim reinen Puzzeln, weil sich das so ein bisschen
Wellenmuschel nehmen. Hier haben quasi die Büsten von Son Goku und Vegeta. Warte, jetzt kommt der coole Part. Möchtest du sie halten? Warte. Einmal in den Hinterkopf den heiligen Schein stecken. Jetzt brauche ich mir noch so das richtige Licht dafür. Jetzt brauchen wir so einen Engelschor. Sehr gut, da kommt der Engelschor. Ja, oh Gott. Na, zum Glück ich bin eher klagende Witwen. Du bist eine klagende Witwe? Eins ist kleiner als das andere. Ja, Vegeta ist kleiner als Son Goku. Vor allem Vegeta ist ja auch der Son Goku immer mit seinem Saiyajin-Namen anspricht. So. Jawohl! Gott, sieht das cool aus. Hat gar nicht lange gedauert auch. Hat gar nicht lange gedauert? Nö. Ich stell den mal hier mit auf die Kante. Das hält bestimmt. Aber so. Wo du gesagt hast, ich finde auch, das sieht tatsächlich aus, als ob du noch was reinstellen könntest. Dein Handy oder so, hast du einen Son Goku, Vegeta im Totenreich, im Himmel, Super Saiyajin. Handyhalter. Okay. Ich mach dann mal weiter. Und ist das schon das Letzte? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall T-shirtig. Das ist das Letzte? Ja. Also ist nicht, ich meine, das ist der letzte Artikel hier. Meins. Deins? Meins. Deins. Meins. Du hast schon ein T-Shirt. Deins. Ticket auch eins. Du hast aber schon zwei. Ich habe die nicht gekriegt. Also ich habe sie vorstellen dürfen. Ich zeig erstmal die Rückseite. Wir haben Overwatch. Mhm. Und auf der Frontseite haben wir Widowmaker mit ihrem Spruch. One shot, one kill. Sehr geil. Ein aufmunternder T-Shirt-Aufdruck. Entschuldigung, in-game ist es sehr aufmunternd. Ja. Und das ist eine sehr schöne Szene aus dem Trailer, auch wo sie sich runterhängen. Das finde ich. Ich finde das immer sehr cool. Es ist besonders cool, wenn es das eigene Champion-Highlight ist, weil man selber Highlight des Spiels war. Wenn es die Gegner waren, ist es nicht so cool. Aber das T-Shirt ist auf jeden Fall cool. Wenn man selber nicht das Highlight hat, hat man wenigstens das coole T-Shirt. Ist ja auch ein bisschen deprimierend, wenn man schlecht daneben schießen würde. Ja. Aber du kannst ja sagen, du schießt zweimal und tötest, aber ein Headshot ist halt schon cooler. Mhm. Ja, deswegen waren auch die ganzen Sturmtruppler so depressiv, also wenn sie Gefühle hätten haben dürfen, können. Die schießen ziemlich oft dagegen. Okay. Warte, ich möchte jetzt, ich weiß nicht, ob es das letzte war, aber ich möchte jetzt Folgendes tun. Entschuldigung. Ja, ich glaube, es war tatsächlich das Letzte. Das war das Letzte. Auf jeden Fall ist die Kiste jetzt leer. Also bis auf das ganze Konfetti. Ja, bis auf das ganze Konfetti. Ich weiß nicht, schicken wir das so raus am Ende? Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich dieser große Karton wird, aber ich möchte der Kiste auf jeden Fall ein bisschen was von dem Konfetti hinzufügen. Das ist einfach zu geil. Ja. Ich weiß es noch nicht genau. Ich würde jetzt, also das passt thematisch sehr gut. Mhm. Ich würde es jetzt einfach mit zur DreamHack nehmen und du machst das und das T-Shirt war nie da drin. Okay, ja, Cindy lässt mich jetzt allein, ist zur DreamHack. Dafür gehe ich dann allein eventuell auf die Leipziger Buchmesse. Mal schauen. Okay, dann, Mensch, jetzt wurde ich gar nicht gefragt, was mir am besten gefällt. Und ich konnte Cindy nicht fragen. Okay, ich mache jetzt einfach mal, Cindy, was gefällt dir am besten? Ich bin gerade mit dem T-Shirt weggerannt. Ja, man merkt, Stimmen kann ich super nachmachen. Ich sollte Hörbuchsprecher werden oder gleich überhaupt Synchronsprecher in Deutschland. Okay, was gefällt denn mir am besten? Was gefällt denn dir am besten? Danke für die Frage. Ich nehme, gute Frage, wahrscheinlich das 3-Besen. Nein, ich nehme Goku und Vegeta. Das war cool. Es hat zwar gerade ein bisschen gedauert, das zusammenzupacken, aber es ist eine richtig geile Figur. Und notfalls, oder wenn man kreativ ist, kann man es natürlich als Handyhalter oder irgendwas nutzen. Dann wird dein Handy auch quasi von Goku und Vegeta beschützt. Okay, falls Cindy irgendwann mit dem T-Shirt zurückkommt, welches T-Shirt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hatte nie ein T-Shirt. Hier vorne sind zwei T-Shirts, ja. Stimmt, hast du recht. Ja, das sind übrigens zwei Herren-T-Shirts. Mhm. Und diese zwei Herren-T-Shirts und alles andere hier und eventuell noch ein Shirt, falls das irgendwann irgendwo wieder auftaucht. Keine Ahnung, wo das hin ist. Dieses Damen-Shirt hat hier niemand gesehen. Ich weiß nicht, wovon das... Das passt übrigens auch schon wieder hervorragend zu meiner Haarfarbe. Bis auf dieses Shirt, das dann eventuell einer bekommt. Im Notfall gibt es einfach ein bisschen Trostkonfetti. Es gibt Trostkonfetti. Der kann das alles gewinnen und wie könnt ihr gewinnen, indem ihr hier auf YouTube oder Facebook, je nachdem, wo ihr gerade zuschaut, kommentiert und ja, Gott, jetzt müssen wir hier alles sauber machen. Ich gebe dir gleich Konfetti. Ach, sorry, das war zu viel. Armin, willst du auch mitmachen? Nein, danke. Okay. Stirb, Kartoffel! Ich meine, wenn es eh nicht richtig schneit. Das wird aber auch nicht weniger.
Oh, ich habe ein T-Shirt gefunden. Da ist es. Ein Overwatch-Girlie-Shirt. Oh Gott, nein, das ist Cheaten. Das nimmst du doch die Schachtel. Na, warte, ey. Es dauert zu lange zu befüllen. Ich habe fast kein Konfetti mehr. Es ist alles auf dem Boden. Gott, keine einatmen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.